herzlich willkommen an alle. Das wird auch so leer wahrscheinlich bleiben, weil wir uns ja aufgeteilt haben. Und auch jetzt, wir haben nicht so viel Zeit, deswegen machen wir das kurz, knackig und inhaltsvoll. Also das Thema ist ja bekannt. Die Übersetzung funktioniert. Nick, ja? Super. Wir haben ja hier das Privileg, dass wir das auf Deutsch und auf Englisch machen. Drüben geht das nicht, aber hier können wir das machen. Die Frage der Regulatory Cooperation, um das gleich auf Deutsch anzufangen, ist ja eine Frage, die bisher noch etwas zu kurz gekommen ist, im Gegensatz zu ISDS zum Beispiel, der ja wirklich in allem Munde ist, und zu Chlorhühnchen natürlich, die so ein plakatives Beispiel ist für die ganzen Probleme von TTIP. Jetzt haben wir uns gedacht, eigentlich ist the big thing on the horizon ist diese Regulatory Cooperation. Welche Formen gibt es davon und welche Probleme und Herausforderungen gibt es da? Und wir dachten, wir drehen das jetzt bei diesem Workshop ein bisschen um und wir fangen nicht mit den Inputs von unseren zwei Expertinnen, die wir extra dafür eingeladen haben. Ernst Christoph Stolper ist ehemaliger Staatssekretär und jemand, der im Arbeitskreis der Arbeitskreis von BUND für TTIP zuständig ist, sozusagen TTIP-Sprecher oder Anti-TTIP-Sprecher, je nachdem, von BUND, und Christiane Gerstadt, der ist eine gute Kooperationspartnerin und Autorin übrigens von Regulatory Cooperation under TTIP. Das ist eine Studie, die haben wir ausgelegt und wahrscheinlich habt ihr die oder haben sie sie alle, weil die Studie nicht mehr da ist. Oh, das war ein großer Stapel, scheint nicht mehr da zu sein. Also, wir haben diese zwei Expertinnen und natürlich Peter Chase mit seinem Wissen aus seiner Perspektive und alle anderen, die hier sitzen. So, wir haben es umgedreht. Wir fangen nicht an mit irgendwelchen Inputs, sondern wir fangen an mit allen, die hier sitzen. Wir sammeln erstmal Fragen, ganz kurz. Was wäre sozusagen der Wunsch, worüber wir uns austauschen können? Was ist bei diesem Thema Regulatory Cooperation sozusagen the big buzzwords? Und das trage ich dann alles hier drauf. Wir können nicht alle Fragen hier aufnehmen, haben nicht so viel Zeit. Aber sagen wir 5 Punkte, über die wir uns unterhalten können und sollen, wo wir die Gelegenheit auch ergreifen können, das zu klären. Und dann geben wir das an unsere Expertinnen und Experten weiter und an die ganze Runde. So, und jetzt nehme ich einen Stift und stehe bereit. Regulatory Cooperation, Regulatory Harmonization, es gibt ja unterschiedliche Begriffe, die da fallen. Wo sind noch bei uns die Fragezeichen? Was würden wir gerne jetzt besprechen? Bitte ins Mikro sprechen, weil das wird ja auch übersetzt für Nick und andere. Bitte. Also ein wichtiger Punkt ist der des sogenannten Regulatory Chilling Effects, weil das ist eigentlich das, was uns bei der regulatorischen Kooperation, die ja sozusagen das Rückgrat des Living Agreement sein wird, am stärksten umtreibt. Aber die Grenze dazu, dass man sich im Bereich der Verschwörungstheorie befindet, weil es halt eben so schwer beweisbar ist, wenn man nicht ausnahmsweise, ich weiß jetzt nicht, ob es die australische oder die neuseeländische Regierung war, mal ausnahmsweise einen Hinweis hat, dass sie hier ganz bewusst von einer Verschärfung eines Gesetzes absieht aufgrund von bestimmten Effekten in einem anderen Abkommen. Super, vielen Dank. Also es tut mir leid, dass ich jetzt unterbreche. Wir sammeln ja erstmal, danach können wir das besprechen. Bitte weiter einfach der Reihe nach. Ja, schönen guten Tag. Ja, fangen Sie erstmal an und dann Herr Schumann. Julian Schreck, mein Name. Die Frage, die ich mir stelle, geht in die Richtung regulatorische Zusammenarbeit. Inwiefern sollen Stakeholder bzw. Firmenvertreter dort einbezogen werden? Was für Einflüsse haben die in Gesetzgebungsprozesse? Mhm. Einfluss der Firmen und Unternehmen, ja? Ja. Herr Schumann. Die erste von meinen beiden Fragen war genau die.
vielleicht noch erweitert darum, dass jemand, der sich wirklich auskennt mit dem, was bisher an Vorschlägen vorliegt, nochmal die Struktur genau erklärt, ja? Wie der Regulierungsrat und seine Unterarbeitsgruppen eigentlich berufen werden, zusammengesetzt werden, wer wird dort repräsentiert sein? Ja? Mögliche Modelle und Strukturen. Ja? Also wie verhindert man oder ist geplant überhaupt zu verhindern, dass sowas wie eine Regulatory Capture auf dieser Ebene stattfindet? Problem Regulatory Capture. Und meine zweite Frage, die ist ganz simpel. Das ist ja keine Erfindung von heute, regulatorische Kooperation. Ich würde einfach alle, die praktische Erfahrungsbeispiele gesammelt haben, bitten, die hier zu referieren, damit man möglichst konkrete klassische Journalisten bitte. Super, okay, das ist ein Profi, ein Journalistenprofi. Ja? Best and good practices, ja, was das anbelangt. Und da haben wir eigentlich in der Studie, die wir zusammen mit Ecologic gemacht haben, Christiane hat auch daran gearbeitet, also würde eigentlich passen. Und Herr Stolper oder Herr Chase kann ja ergänzen. Weiter in der Runde. Hallo, hören Sie mich? Gut. Also, es geht ja quasi um auch ein Hauptsache ins Mikro, weil ich höre das. Es geht ja letztendlich um einen gemeinsamen Markt und gemeinsame Märkte brauchen gemeinsame Regeln. Heißt das, und die Regeln für einen Markt oder für Gesetze werden normalerweise in Parlamenten gemacht. Mhm. Warum kann man es nicht einfach dahin bringen, dass die Parlamente, die diese Regeln normalerweise machen, die haben ja Ausschüsse. Wenn wir jetzt zwischen Europa und USA eine gemeinsame Regelung finden wollen, warum setzen die Parlamente nicht einen gemeinsamen Ausschuss ein, die diese Regeln erarbeiten, und dann haben wir auch gleich die demokratische Legitimität abgesichert. Alles klar, ja, absolut. Auch mit der Frage der demokratischen Legitimität verbunden, auch ein Thema, was wir schon mal besprochen haben. Tobias Reichert von German Watch. Ich habe auch zwei zusammenhängende Fragen. Die erste ist, es geht ja um zwei Fragen bei der Regulatory Cooperation. Das erste ist Living Agreement, neue Standards setzen. Gleichzeitig auch möglichst weitgehende gegenseitige Anerkennung. Welche Rolle, soweit es absehbar ist, sollen Parlamente dabei spielen? Ja, nicht nur dabei, neue Standards zu entscheiden, zu definieren, sondern auch zu sehen, wann sind Standards so äquivalent, dass die transatlantisch anerkannt werden können. Dann eine Konkretisierung der Fragen davor zum Chilling-Effekt, auch von Praktikern, die das vielleicht einschätzen können. Hätten wir einen Reach gekriegt in der EU, in der Form, wie wir es gekriegt haben, wenn damals schon eine Regulatory Cooperation Council gearbeitet hätte? Ich saß damals beim WWF in Brüssel gegenüber von dem Kollegen, der für den WWF Reach verhandelt hat, und ich weiß, wie viele Stapel die europäische und die amerikanische Chemieindustrie an Gegenargumenten geliefert hatten. Hätte das eine Auswirkung gehabt, wenn diese Argumente gegen REACH in so einem Cooperation Council schon eingebracht worden wären? Okay, ich habe das jetzt nicht so ganz verstanden, aber ich hoffe, die anderen haben verstanden. Es liegt aber an mir, nicht an der Frage. Weiter die Runde, dann bitteschön. Mein Name ist Angela Reitmeier von Transparency International Deutschland. Willkommen. Ich würde gerne nochmal die Frage aufwerfen hier in dieser Runde, die in der letzten Runde praktisch gestellt worden ist. Peter Chase hatte ja gesagt, bei den Schiedsgerichtsverfahren kann es eigentlich gar nicht so wirklich absehbar, dass man erfolgreich klagen kann, wenn ein Land oder wenn die EU eine neue Regulierung erlässt zum Schutz eines der öffentlichen Güter, Gesundheit, Umwelt. Das ist die Beeinträchtigung, wo man dann ein Schiedsgerichtsverfahren einleiten kann, die sind eigentlich gar nicht richtig denkbar. Dann hatte Christiane Gerstetter, glaube ich, wenn ich das richtig verstanden habe, gesagt, also ganz so einfach ist es nicht, wenn Investitionen schon getätigt sind und vielleicht mit anderen, auf andere Klauseln bezogen, könnte es doch etwas geben, wo man dann doch klagen kann. Also mich interessiert diese Kombination zwischen Regulatory Cooperation auf der einen Seite und der Möglichkeit, wenn etwas reguliert worden ist, dass dann der ausländische Investor dagegen ein Schiedsverfahren einleiten kann, gegen den Staat, der es erlassen hat. Ganz geschickt verpackt in das Thema dieses Workshops eine Frage, die eigentlich in den anderen Workshop gehört, aber wir nehmen es auf. Also Regulatory Cooperation und ESDS, ja, also Investor-State-Dispute, vielleicht könnte dann
der eine oder die andere hier darauf eingehen. Ich sehe keine weiteren Meldungen aus der Runde. Und wenn das der Fall ist, dann würde ich sagen, wir haben hier verschiedene Fragen, also einige Fragen. Ich glaube, hier die beiden sogar. Hier geht es um Legitimität und demokratische Legitimität der Strukturen, um die es dann geht bei dieser Regulatory Cooperation. Das wäre sozusagen ein Cluster, ja? Also Legitimacy Questions. Dann haben wir hier, ich glaube, auch beides eigentlich ähnlich, das, was Herr Schumann angesprochen hat und das, was ich glaube, einer der nächsten, das geht ja praktisch um Best and Good Practices. Ja. Wie ist es vorgestellt in diesem Abkommen und wie ist es schon in anderen Abkommen gelaufen? Ja, also das ist dann vielleicht sozusagen Möglichkeiten für Ausgestaltung. Und dann haben wir, und das ist übrigens auch, also würde ich auch da reinpacken, die Rolle der Unternehmen, ja, die Frage, inwiefern sind die Unternehmen auch schon bei bestehenden Mechanismen in anderen Abkommen auch ihren Einfluss ausgeübt, ist das da noch ausgewogen, ist die Zivilgesellschaft auch da, kann sie mithalten mit Unternehmen von ihrem Einfluss? Sehr häufig, wir haben es ja auch durch gehabt, es gibt dann sozusagen Vertreter der Zivilgesellschaft und Unternehmen, aber sie haben vielleicht unterschiedliches Gewicht, kann auch sein. So, das ist der zweite Cluster. Und dann beim nächsten geht es dann vielleicht um Einzelheiten, zum Beispiel die Wirkung zum Beispiel so eines Councils, inwiefern eben dieser Regulatory Chilling Effekt einschlägt. Das ist auch eine Frage, die eng mit ESDS zu tun hat. Aber vielleicht auch hier spielt es eine Rolle, ne? Dass dann vielleicht die Hürde auch höher ist, überhaupt zu regulieren. Und da sind wir dann auch bei der Frage des Verhältnisses zwischen Regulatory Cooperation und ISDS. So, jetzt die Frage an die Expertinnen und Experten. Wir haben eins, zwei und dann sozusagen diese zwei anderen Fragen. Wer will was übernehmen oder fangen wir vielleicht, wer fühlt sich sozusagen am besten berufen, die eine oder andere Frage anzugehen? Ich weiß, dass Christiane Gerstetter in unserer Studie da ein paar konkrete Sachen vorgestellt hat, aber mit ihr fangen wir nicht an, sondern vielleicht mit Herrn Stolper, der dann vielleicht aufgreift. Fangen wir doch mit der Frage, was gibt es überhaupt für strukturelle Möglichkeiten? Ja, Peter? Ist okay, ja? Dass wir vielleicht mit dem Thema anfangen, wie ist es schon mal, was sind die Erfahrungen, die es schon gibt mit solchen Regulatory Cooperations? In welcher Form ist es schon geschehen? Wenn Herr Stolper sich dazu berufen hat, gerne, ansonsten Christiane und Peter ergänzt. Ja, okay, dann fang du an. Sie hat ja schon eine. Gut, also dann fange ich mal an. Ich bin manchmal, wenn ich die Diskussion über regulatorische Zusammenarbeit jetzt zu TTIP höre, etwas erstaunt, weil ich den Eindruck habe, in der Öffentlichkeit herrscht das Bild vor, dass das was ist, was ganz neu ist. Das ist nicht der Fall. Wir haben regulatorische Zusammenarbeit sozusagen seit Menschengedenken oder zumindest sozusagen schon sehr lange. Und wir haben sie in allen möglichen Foren zwischen allen möglichen Staaten, sowohl multilateral als auch bilateral. Und sozusagen unter diesem Begriff regulatorische Kooperation verbinden sich einfach sehr verschiedene Mechanismen mit sehr verschiedenen Leveln von Ambitionen, mit sehr viel verschiedenen Leveln von rechtlicher Verbindlichkeit, mit sehr unterschiedlichen Akteuren, die daran beteiligt sind und so weiter und so fort. Das wollte ich sozusagen nur mal einleitend gesagt haben. Deswegen die Frage danach, dass man sozusagen mal Beispiele für regulatorische Kooperation nennt, die ist so ein bisschen, die würde ins Endlos führen. Also es gibt da nicht 5 Beispiele, sondern es gibt wahrscheinlich global Zehntausende. So, ne? Also ich glaube, das muss man sozusagen eben erst mal wissen. Die Frage konkreter auf TTIP bezogen, gibt sozusagen meines Wissens kein veröffentlichtes, detailliertes Modell,
wie so ein Gremium, was das machen könnte, unter TTIP aussieht. Ne, es gibt sozusagen Leaked Position Papers, wo so ein paar breite Dinger drin sind, wo die EU dann sagt, wie sie sich vorstellt, wer in so einem Regulatory Cooperation Council drin sitzen würde. Und es wären dann eben auf EU-Seite Vertreter der Kommission, auf der EU-US-Seite Vertreter von EURA, diesem Office for Internal Regulatory Affairs. Und es gibt die Idee, dass sich dieser Regulatory Cooperation Council so eine Art Arbeitsprogramm selber gibt, in dem Prioritäten identifiziert werden und wozu dann auch Stakeholder gehört werden sollen. Und so wie es klingt, ist es so ein bisschen ähnlich gedacht wie der Regulatory Cooperation Council, der zwischen der USA und Kanada existiert. Das ist auch ein Gremium der exekutiven Zusammenarbeit. Also da sitzen nicht sozusagen in erster Linie Vertreter der Zivilgesellschaft, sondern Vertreter eben von Behörden, was aber auch sehr typisch ist eben für regulatorische Zusammenarbeit. Es ist eine Domäne der Exekutive in aller Regel. Und es gab aber eben auch dort sozusagen einen Prozess, wo verschiedenste Player die Möglichkeit hatten, also Vorschläge einzubringen, was denn jetzt sozusagen die Prioritäten sein sollen in diesem Regulatory Cooperation Council. Meine Wahrnehmung ist, dass die Frage der Beteiligung der Zivilgesellschaft daran eher eine der Kapazitäten der Zivilgesellschaft ist. Also ich konnte sozusagen nicht in der Beschäftigung mit diesem mit dem USA-Kanada-Gremium erkennen, dass es sozusagen irgendwelche Barrieren gegeben hätte, die es verhindert hätten, dass sich jetzt die Zivilgesellschaft einbringt, sondern ich denke, es ist eher halt eine Frage, wie viele Ressourcen hat die Zivilgesellschaft, verschiedene Gremien auf internationaler Ebene zu begleiten. Vielleicht soweit erstmal. Danke. Ich würde vielleicht Peter bitten, das aus seiner Sicht, seiner Perspektive nochmal zu ergänzen. Was sind die Erfahrungen bisher mit den Modellen und was, vielleicht kennen Sie sich da schon aus, vielleicht haben Sie schon was gelesen, was wir noch nicht lesen durften, was ist die Vorstellung, also in welche Richtung geht die Vorstellung in Bezug auf TTIP? Okay, thank you. And I do hope we can get into this in depth, but just a couple of comments directly along the lines that Christine just made. US-EU regulatory cooperation has been going on for a long time. And I think what's important to underscore here is that the purpose of regulatory cooperation is to make our regulators more efficient so they can be more effective in protecting our citizens. If you gave me time, I would try to make a case that TTIP and regulatory cooperation pursuant to TTIP would be the best possible thing for our consumers and others. And I believe this strongly. I was involved for 30 years with the US government, and the last 20 of which were involved working with our regulatory agencies between the United States and the European Union. And I know what our regulators intend to do. They intend to ensure that their rules and their laws are maintained and that they intend cooperation with the other side to work so that they can take their resources, which are limited, and use them against products and services from other areas where there's more risk. I think that this question of the Regulatory Cooperation Council and how it works between the United States and Canada is one example. The regulators, so the Food and Drug Administration and the European Food Safety Agency, this goes to the practical concerns, the practical examples that you were talking about. Regulators don't let either the regulated, namely companies, or, quote, interested stakeholders into what they're discussing with each other. They're discussing as regulators. What they do in the United States, and what the Regulatory Cooperation Council is it's a way for the regulators, the US and Canadian governments generally, to say, okay, what are our regulators working on today? What are the issues that are most important for them to look at? What can we expect them to do? So then the Regulatory Cooperation Council itself doesn't do things. It's up to the individual regulatory agencies. And the individual regulatory agencies, certainly in the context of the United States, before they would make any decision,
pursuant to their cooperation under the Regulatory Cooperation Council, would have to make that proposal public for all stakeholders, business and civil society, to make comments on, a public notice and comment process. And I think that this is, it gets to your question of, are there examples of good regulatory cooperation? Absolutely. Is there a way to ensure that businesses don't have too much involvement or too much influence, that the influence is in fact balanced with the influence of all civil society and other stakeholders? Absolutely. And I do believe that that's what the Commission and the U.S. government regulatory agencies intend to do in the context of TTIP. Ja, herzlichen Dank. Ich würde gerne zu drei Punkten etwas sagen, nämlich einmal zu der Frage, wie sieht die Struktur dieser regulatorischen Kooperation in TTIP und CETA insgesamt aus? Zweitens die Frage des Chilling-Effekts und drittens die Frage des Demokratiekonzeptes, was dahinter steht. Das, was Peter Chase ausgeführt hat, ist ja so ein bisschen das, was bisher auch stattgefunden hat, dass Regulatoren miteinander reden. Und in der Tat gehen die Vorstellungen über regulatorische Kooperation von einfach nur mal miteinander reden bis zu faktischer Souveränitätsübertragung. Das ist sozusagen die Bandbreite, in der man über regulatorische Kooperation redet. Und es ist so, dass bei TTIP und CETA schon neue Qualitäten hineinkommen, die man auch mit einfachen Gesprächen zwischen Regulatoren, wie sie es wahrscheinlich 10.000-fach auf dieser Welt gegeben hat, wie ich sie selber auch geführt habe, da sind schon neue Qualitäten dabei. Was ist die neue Qualität? Ich will mal sagen, es gibt vier Elemente, aus denen regulatorische Kooperation in TTIP und CETA besteht. Und in der Form kann man das vielleicht auch nur vergleichen mit dem, was zwischen USA und Kanada jetzt eingerichtet worden ist, wo es aber noch wenig Erfahrung darüber gibt, weil das, ich glaube, erst seit einem knappen Jahr existiert. Diese vier Elemente sind erstens, es ist eingebunden in die klare Zielvorgabe, nicht tarifäre Handelshemmnisse abzubauen. Sprich, entweder Regulierungen zu harmonisieren oder gegenseitige Anerkennung zu machen. Das ist das, was es wesentlich unterscheidet von einem normalen, einfachen Miteinanderreden. Die Zielvorgabe ist, nicht tarifäre Handelshemmnisse abzubauen, also das, was durch TTIP passieren soll, sozusagen auf Dauer. Wir hatten ja vorhin schon den Begriff Zombie oder Living Agreement oder wie auch immer man das nennen will, das auf Dauer sicherzustellen. Das ist Punkt 1. Punkt 2, umfangreiche Informationspflichten, ob nun halbjährlich oder in anderen Intervallen. Punkt 3, sozusagen auf Bedarf, also auf Anforderungen einer Partei, regulatorische Dialoge. Da gibt es eine große Bandbreite, also die geht von der einfachen Stellungnahme in einem bereits bestehenden Verfahren bis hin dazu, dass man neue Gutachten, dass man Stakeholder-Dialoge etc. initiiert. Also eine große Bandbreite regulatorischer Dialoge. Und Punkt 4 ist dann das institutionelle, die institutionellen Rahmenbedingungen, also bei TTIP der Regulatorische Kooperationsrat, bei CETA das Regulatorische Kooperationsforum. Ich würde davor warnen, nur auf das Letzte zu gucken, nur auf die Institution, weil die ist auch jederzeit austauschbar. Also ich kann diese regulatorische Kooperation auch in anderen Zusammenhängen als über so einen Regulierungsrat machen. Ich kann bilateral jederzeit Kommissionen einrichten, die dann möglicherweise noch verborgener diskutieren, als das bei so einem Regulationsrat der Fall ist. Der entscheidende Punkt ist, dass die regulatorische Kooperation eingebunden wird in die Zielvorstellung des Abbaus nicht tarifärer Handelshemmnisse und damit in die Harmonisierung von Rechtsvorschriften oder eben die gegenseitige Anerkennung. Frage Demokratieprinzip, was Sie angesprochen haben. Wir haben lange Erfahrung mit solchen Demokratiestrukturen, gerade in der EU. Das nannte sich früher intergouvernementale Verhandlungsstrukturen und wir kommen in der Tat mehr wieder zu einer Verhandlungsdemokratie. Und eben ist das Stichwort schon gefallen, diese Verhandlungsdemokratie ist eine Domäne der Exekutive. Das heißt, die Exekutiven verhandeln miteinander und lassen sich ihre Verhandlungsergebnisse von den Parlamenten absegnen.
Formal haben auch nach allen Konzepten, die derzeit vorliegen, sind ja noch nicht so viele, haben die Parlamente immer das letzte Wort. Auch die, das Right to Regulate, wie es so schön heißt, ist nicht angetastet durch diese regulatorische Kooperation. Aber es ist so, dass zwischen den Regierungen die entsprechenden Gespräche stattfinden. Und wir haben vielfältige Erfahrungen, wie das dann ist, wenn die Regierung nach Hause kommt und sagt, ich hätte ja gerne das durchgesetzt, aber die Gegenseite wollte das nicht. Und so konnte man, kann man das hin und her schieben, immer wieder. Und insofern haben in diesem Konstrukt die Exekutiven das, das sozusagen die entscheidende Wort. Dieses Modell, das auf die Parlamente zu beziehen, finde ich ein sehr interessantes, würde das Problem nicht grundsätzlich lösen, aber zumindest etwas modifizieren. Der zweite Punkt ist die Frage des Chilling-Effekts. Das ist in der Tat etwas, was insbesondere die Umweltorganisationen sehr besorgt. Man kann sich vorstellen, in einem solchen regulatorischen Dialog kann man sehr viel auch Zeit schinden. Also ich kann eine Stellungnahme machen, danach kann ich sagen, ich möchte nochmal ein Gutachten, dann möchte ich nochmal ein Impact Assessment machen, dann möchte ich nochmal eine Stakeholder-Konsultation dazu machen, etc., etc. Und es gibt Beispiele aus dem internen Verfahren der USA. Frau Gerstadt hat das eben schon angesprochen, das OIRA, also das Büro im Weißen Haus, was die Verfahren in den USA koordiniert. Da gibt es große Beschwerden, gerade in der Obama-Ära, der Nichtregierungsorganisationen, dass wesentliche Regulierungsvorschläge von Energieeffizienz über Umwelt, andere Umweltfragen verzögert worden sind, über solche Strukturen des regulatorischen Dialogs, das immer wieder neu aufbereiten, das nicht zum Ende kommen eines solchen Verfahrens. Und ich will ein ganz praktisches Beispiel zum Ende sagen. Wir haben die Weichmacher beispielsweise in Plastik, Bisphenol A heißt das. Die sind in Kindernuckelflaschen und sowas schon verboten. Eigentlich sind die Untersuchungen jetzt auch da, dass man sie insgesamt verbieten sollte. Das müsste man dann in einen solchen regulatorischen Dialog einbringen. Und da kommen dann sozusagen die ganzen unterschiedlichen Auffassungen auch über Vorsorgeprinzip etc. zum Tragen. Und da kann man sehr wohl der Meinung sein, dass da vieles versanden wird in diesen regulatorischen Dialogen, was wir vielleicht in der EU hinkriegen würden. Und abschließend vielleicht eine Bemerkung noch. Ich habe damals als REACH, reicherweise angesprochen, verhandelt worden ist, war ich Abteilungsleiter im Umweltministerium in Nordrhein-Westfalen und habe auch die geharnischten Briefe, gerade auch von jenseits des Atlantiks, auch von den eigenen Industrieverbänden, hier aber gerade auch von jenseits des Atlantiks bekommen. Und ich würde mal die These wagen, wenn wir damals eine regulatorische Kooperation gehabt hätten, hätten wir REACH in der Form nicht bekommen. Das war ziemlich deutlich. Wir sammeln noch ein paar Rückmeldungen aus der Runde. Sie haben sich gemeldet. Vielleicht kurz vorstellen. Elke Röder, Bundesverband Naturkost. Bei uns sind die ökologischen Lebensmittelunternehmen organisiert. Von daher jetzt vielen Dank für das praktische Beispiel Bisphenol A. Ein anderer Bereich, der sehr problematisch sein dürfte in der Zusammenarbeit, ist der Bereich Gentechnik. Und zwar einfach deswegen, weil die Gesellschaften rechts und links des Atlantiks sich da doch sehr auseinanderentwickelt haben in ihren grundsätzlichen Politikzügen. Einfach mal kurz zur Vergegenwärtigung. In Europa ist es so, dass es eine Nulltoleranz für nicht zugelassene GVOs gibt. Soweit mir bekannt ist, ist in den Verhandlungen derzeit die Rede von einer Low-Level-Presence, die angestrebt wird. Mir scheint zwischen Null und Low-Level-Presence doch eine Absenkung des Standards stattzufinden. Zweiter Punkt, wissensbasierte Zulassungen. Wissensbasierte Zulassungen sind auch immer sehr davon abhängig, ob ich eine Beweislast seitens der Behörden voraussetze oder ob ich ein Vorsorgeprinzip als grundsätzlichen Rechtscharakter habe. Wenn bei uns die Unschädlichkeit eines Organismus nicht ausreichend zufriedenstellend fest nachgewiesen werden kann, wenn es sozioökonomische Aspekte gibt gegen einen solchen Organismus, dann kann eine Behörde oder kann die zuständige Stelle es auch ablehnen, die Zulassung. Das scheint bei einer wissensbasierten, weil wissensbasiert ist die Frage, ob da sozioökonomische Hemmnisse noch zugehören, scheint das schwieriger zu werden.
Oder dritter Punkt, in den USA gibt es nach meiner Kenntnis eine sehr starke Bewegung Right to Know. Also es gibt ja keine Kennzeichnungspflicht in den USA. Es gibt eine starke Bewegung in der Bevölkerung, die einfach die Kennzeichnungsprinzipien, wie sie in Europa selbstverständlich sind, gerne übertragen würden auf die USA. Selbst im Koalitionsvertrag geht man davon aus, dass man zukünftig Milch, Eier, Fleisch kennzeichnen möchte, wenn es mit gentechnisch verändertem Futter gefüttert worden ist. Das heißt also, Europa, Deutschland ist da an einem ganz anderen Punkt als die USA. Wir können uns durchaus verbünden mit entsprechenden Strömungen auf der anderen Seite des Atlantiks, aber sie scheinen ja nicht mehrheitsfähig zu sein in den USA. Danke. Ein kurzer sozusagen zurück auf zu den Expertinnen hier unter uns. Also Christiane, zum Beispiel, ein Beispiel Kennzeichnungspflicht. Ne? Es gibt eine Einigung im Koalitionsvertrag, dass Kennzeichnungspflicht auf eine bestimmte Art und Weise umgesetzt werden soll. Jetzt ziehen wir TTIP vor. Es kommt zu einer Art Regulatory Cooperation. Was sind sozusagen die Risiken? Oder gibt es die nicht? Also aus der Zusammenschau deiner auch Best Practices, Good Practices, Bad Practices. Also ich fange vielleicht mal allgemein an, kurz darüber nachzudenken, was eigentlich internationale Abkommen sind und was sie in einem Land machen. Ein internationales Abkommen, wenn es ratifiziert wird, bedeutet, das Land oder in unserem Fall die EU muss etwas umsetzen. Das passiert häufig, manchmal passiert es auch nicht. In der Realität haben wir zum Beispiel bezüglich WTO-Recht, was schon angesprochen wurde, eine Situation, wo wir eine Streitschlichtung haben, wo bestimmte Fälle zur WTO gehen. Aber meine Schätzung ist, dass wir wahrscheinlich Zehntausende von Gesetzen und Regelungen weltweit haben, die nicht mit dem WTO-Recht vereinbar sind. Sozusagen jeder Staat hat es. Wir haben Local Content Requirements überall auf der Welt. Die sind nach WTO-Recht verboten, aber sie sind trotzdem da. Ne? Also sozusagen es gibt eine Unschärfe der Übersetzung von internationalen Mechanismen in nationale Mechanismen. Nun sind sozusagen ein Mechanismus, wie man internationales Abkommen umsetzt in nationales Recht, ist durch Gerichtsverfahren. Ne? Und da kommt sozusagen die Frage nach ISDS ins Spiel, weil das eben ein Durchsetzungsmechanismus ist, mit dem man die Staaten, die Parteien des Abkommens sind, dazu zwingen kann, Recht einzuhalten, beziehungsweise sie dazu bringen kann, Schadensersatz zu zahlen, wenn sie das nicht tun. Der andere Mechanismus, wie ein internationales Abkommen wirken kann, ist über den politischen Diskurs. Also, dass bestimmte Akteure in einem Diskurs sagen, ja, hört mal, wir haben doch dieses internationale Abkommen geschlossen, haben doch bestimmte Verpflichtungen, die müssen wir sozusagen einhalten. Und ich glaube, Nick Maybe hat es heute Morgen gesagt, dass es sozusagen was ist, was er beobachtet, dass es eben EU-politischen Diskurs passiert. Ich kenne das auch sozusagen so, dass es passiert, aber eben in dem Verhältnis, dass sozusagen Handelsinteressen ein Argument sind, was in so einen Diskurs eingespeist wird. Und ich glaube, das sozusagen kann mit TTIP passieren und vielleicht kann es auch noch stärker passieren, als es jetzt passiert. Aber sozusagen, das ist sozusagen, glaube ich, die Gefahr, die ich sehe. Ich sehe nicht die Gefahr sozusagen, dass keine Umweltregulierung mehr möglich ist. Also wenn sozusagen jetzt die nationale Koalition beschließt, irgendetwas zu machen, dann ist die erste Frage, ist die nationale Koalition eigentlich überhaupt dafür kompetent oder ist es eine EU-Kompetenz? Ne? So, und dann sozusagen, was passieren könnte, wäre vielleicht, dass irgendjemand in dem politischen Diskurs sagt, hört mal, wir haben doch jetzt TTIP abgeschlossen, passt es denn zu TTIP? Ne? Und dann könnte es sein, dass das Parlament oder die Regierung, irgendein Ministerium ein Gutachten in Auftrag gibt und sagt, hör mal, wie ist es denn mit der Vereinbarkeit mit TTIP? Und dann würden irgendwelche Juristen was schreiben und wahrscheinlich sagen, da gibt es bestimmte Risiken, vielleicht aber auch nicht und da gibt es dann Ausnahmeklauseln und so weiter und so fort. Ne? Und da muss die Regierung im Prinzip entscheiden und das Parlament, wollen sie dieses Risiko oder nicht? So, ne? Und deswegen wäre ich zum Beispiel auch anderer Meinung, was diese Frage von REACH angeht. Ich meine, REACH ist, wenn ich mich recht entsinne, irgendwann aus den Mitte 2000ern, ne? So 2006 oder so. REACH ist angenommen worden, als es WTO-Recht schon gab. WTO-Recht verbietet bestimmte Handelsbeschränkungen und als sozusagen die WTO etabliert wurde, haben viele gesagt, oh Gott, was ist denn mit der Umweltregulierung, was ist mit der Gesundheitsregulierung? Und ich würde nicht sagen, dass die WTO keine Probleme schafft. Sie schafft diese Probleme, aber wir haben trotzdem, trotz WTO, eine ganz schön ambitionierte
Umweltregulierung in der EU. Deswegen, ich würde auch so ein bisschen davor warnen, sozusagen das Kind zu sehr mit dem Bade ausschütten zu wollen. Ne? Es gibt sozusagen diese Tendenz, dass Umweltregulierung teurer wird durch solche Abkommen. Es gibt auch die Möglichkeit, dass sozusagen Leute Argumente benutzen, um sie zu erschweren, aber es ist nicht sozusagen ein ausgemachtes Spiel oder ein ausgemachtes Ergebnis. Also keine Hard Power, sondern eher so Soft Power, wenn ich das so zusammenfassen würde. Es gibt hier noch, also Peter wollte noch was sagen auf der Seite der Expertinnen. Ernst, Christoph auch? Ja, dann erstmal Peter, dann Ernst, Christoph. I think one of the points that was just made by Christine is an important one to bear in mind. TTIP, when you look at regulatory cooperation in the context of TTIP, you need to make sure, I think everyone needs to make sure that we understand what the scope is. And the U.S. Chamber of Commerce, which represents U.S. business interests, and therefore might be someone that many people here would say, well, I'm not sure I'm interested in those interests of business, but just let me tell you what we think the scope is. The scope of regulatory cooperation in TTIP should be regulations that affect the trade of that affect a product or service which is traded between us. Okay? And that's one aspect of the scope. And what that immediately means is that what one does internally for, I think there was a discussion earlier today about worker protections. Worker protections cannot and should not be an issue for TTIP at all. It should only be, is there a regulation that affects a product or a service that is traded? So that covers things like reach. There's no question about that. The second thing is, should it be, it needs to be a significant regulation. That is, it's a regulation that requires a certain amount of money across the economy to implement. And the third thing is, it should affect a significant amount of US-EU trade. So you have these filters that kind of brings down what it is what you're talking about. And here, I think that the important thing to bear in mind about regulatory cooperation is not that TTIP itself is going to determine what the rules are, either within the EU or within the US, because that will be determined by our domestic political processes and administrative processes, where I think it's important to note that in the United States, our regulatory agencies are under the direct authority of Congress and are always answerable to Congress, not to trade negotiators. I would argue that that's true as well in Europe. So that creates a different political level about it. But what we do internally, the question is where and how can we build bridges between what we're doing? The question about that you raised about non-tariff barriers is absolutely correct. I'm glad you raised it. Every time I talk to anyone in the business sector about regulatory cooperation, I say, don't talk about non-tariff barriers. If this is going to work and work in a way that benefits not just business but consumers, then the question is, can regulatory cooperation promote efficient and more effective regulators? It's interesting to me that some of the issues that have come up raise one thing to go back to you. I mean, you raised a number of questions about genetically modified food. It's probably a longer discussion, but I think it's an interesting example of good regulatory cooperation practice is this. Both in Europe and in the United States, organic farming is growing and growing rapidly because both American and European consumers like organic produce. And it's interesting that US and EU government authorities who are responsible for the labeling of organic produce have reached a mutual recognition agreement,
What they did was they looked at the laws on both sides about how something is labeled bio here or organic in the United States. And they said, well, the laws are pretty much the same. They've looked at the enforcement of those laws, and they said, well, the enforcement is good. And so essentially what they've done is in the United States, if something is raised as an organic product here, it can be sold in the United States as an organic product without going through further certification. And vice versa. There are, what our regulators did when they did this is they found that there are two places where we allow slightly different treatment using fungicides. And so they said, this mutual recognition agreement on labeling of organic products applies except in those two places. I think that's the sort of bridge building that we want to do because it makes our organic farmers have a better opportunity to sell in the other market. Brief intervention, sehr kurz dazu, haben Sie sich gemeldet? Einfach aber kurz. Vielen Dank für den Hinweis der Zusammenarbeit in der ökologischen Landwirtschaft. Den kenne ich. Ich meinte aber den gentechnikfreien Anbau und die gentechnikfreie Lebensmittelwirtschaft. Und wir haben es mit ganz starken Verschleppungen zu tun. Und das ist ein ganz großes wirtschaftliches Problem. Und das ist ein ganz großer Wirtschaftsvorteil, den der Standort Europa gegenüber den USA hat. Und wenn es hier zu einer Angleichung auf regulatorischer Ebene kommt, dann gefährdet Europa diesen wirtschaftlichen Vorteil, den es akut derzeit hat. Just very quickly, the reason I use the term bridges is that if two hills are this far apart, it's going to be really difficult to build a bridge. You can only build a bridge where your things are close together. We're not going to be building a bridge in mutual recognition of biotech products. Ja, ich wollte nochmal auf das, was Peter Chase gesagt hat, eingehen. In der Tat ist es deshalb auch so schwer zu fassen, weil der Begriff der regulatorischen Kooperation oszilliert von dem einfachen Fachaustausch zwischen Regulationsbehörden, wo ich sagen würde, so what, den gibt es, dafür brauchen wir TTIP nicht. Den gibt es sowohl transatlantisch als auch in Europa, den gibt es weltweit, es gibt Normungsinstitutionen. Jeder Regulierungsbeamte ab einem gewissen Niveau weiß natürlich, wie die EPA in den USA bestimmte Dinge reguliert. Also das Wissen darüber ist da, die Kooperation ist seit langem da. Und dem, was jetzt hier in TTIP vorgeschlagen wird, wo es nämlich eindeutig eingebettet wird in den Kontext der Beseitigung von nicht-tarifären Handelshemmnissen. Und wir haben ja nicht allzu viel, was an Dokumenten vorliegt, aber in dem Dokument, wo die Kommission, damals hatte sie sich noch nicht entschlossen, oder der Rat hatte sich noch nicht entschlossen, das Mandat zu veröffentlichen, aber wo sie das Mandat kommentiert hat im Juni letzten Jahres, da wird das lebende Abkommen beschrieben. Und das wird exakt so beschrieben, dass nach einem stufenweise nach vorab festgelegten Zielen und einem festen Zeitplan auf mehr Regelungskonvergenz hingearbeitet werden soll. Das heißt, das Konzept regulatorische Kooperation ist eben nicht der einfache Fachaustausch zwischen Beamten, sondern es ist sozusagen eine Fortsetzung dessen, was im Abkommen selbst passiert, entweder weil es zu kompliziert ist, dass man das alles in dem Abkommen regelt, oder weil vielleicht auch der Widerstand zu groß ist, eine Fortsetzung dessen, was in TTIP passiert. Das ist sozusagen der Kern. Und vielleicht eine Bemerkung noch, weil du angesprochen hattest, Frage Hard Law, Soft Law, Soft Power, Hard Power. Ich würde dem zustimmen, dass ich sagen würde, es ist kein Hard Power. Es gibt in allen Regelungen, die vorgesehen sind, kein Vetorecht. Also es ist nicht so, dass irgendein Partner sagen kann, das dürft ihr jetzt aber nicht. Also bei REACH zum Beispiel könnte nicht die US-amerikanische Administration sagen, das dürft ihr jetzt nicht. Aber ich würde es vielleicht so darstellen, dass man sagt, man setzt den gesamten Gesetzgebungsprozess auf eine schiefe Ebene. Das heißt, wer etwas Abweichendes tun will oder tun soll, muss das begründen. Wer etwas Abweichendes tun soll, hat einen höheren Aufwand. Also mir fällt dazu nur der englische Begriff des Uphill-Struggle ein, der so schön ist. Man setzt sozusagen die Regulatoren, die etwas Abweichendes zu den USA regulieren wollen, also die anders regulieren wollen, müssen diesen Uphill-Struggle gehen. Sie müssen sozusagen begründen. Und das ist, wenn man diese
Konsens- und Diskussions- und Verhandlungsmaschinerie in Brüssel kennt, das ist auch anders als in den USA, wo ein Senator sagt, das interessiert mich nicht. Wenn man diese Verhandlungsmaschinerie in Brüssel kennt, diese Konsensmaschinerie in Brüssel kennt, dann hat das schon Effekt. Also höhere Transaktionskosten. Ich habe Nick, Peter Kreisler, Herr Schumann auf meiner Liste, also alle sind drauf. Thanks. This follows up very much on Ernst has said. I think to be gentle, Peter, I think it's a bit disingenuous, this discussion of regulatory cooperation, and I think in this broad space, saying it has no impact on sovereign parliaments or Congress. You know, you have very legal opinions always given when we do draft legislation about whether they're compatible with our legal international obligations. And again, assuming that TTIP has a serious legal base, one would expect those to be there, just like with TBT or in the EU with EU law. And I'm not saying we have to deal with this as it is, and sometimes we can't do things we want to do, and we'll be the most efficient, best regulation, because of things we've signed up to, like TBT and SBS. Now, whether we thought that's a good or a bad decision, not like, just saying it does impact how you regulate domestically. Just silly to say it doesn't. There is hard law involved here. How hard depends on the law. And the second piece is what Ernst was saying. This is about trade people discussing regulation, not just regulate. Well, I'm saying it is because I'm defining regulatory cooperation widely, including the agreements that would be inside TTIP, which I'll get the question to the panel. And I've worked with US, that US regulators and EU regulators have very different views on lots of things that have to do with uncertainty, but actually EU and US trade people have very similar views. Breaks out. I think it really matters who's in the room. Really, really matters who's in the room. Even in the EU, it matters who's in the room when you're looking at the precautionary principle, which I've spent far too much of my life negotiating with the US in international fora. Sound science. So the two big bits of hard law are a ramped up part of kind of SBS, to use language, and technical barriers to trade. And I want to understand from anybody here on the panel, what are the additional disciplines people want in those structures, which are the hard law structures, which will discipline national regulatory approaches? Because I haven't heard one. So does anybody know, because that's, if TTIP's going to go beyond existing disciplines, that's where it lands on regulation. So number one question. And why will that not have an impact on domestic regulation, and who's thinking about it? So just interested. The second, just a simple thing about new things, which is, China is trying to establish regulation on nanotech. It's one of its strategic goals, is to set global standards on nanotech, which you may or may not think is a good idea. They want to be a standard setter too. You know, are there a bunch of areas where the kind of TTIP negotiation thinks there's a need to set new global standards between the two? And one issue of getting over this lack of trust, which I think is really at the heart of this, is if you want to have regulatory convergence, why don't we negotiate a list of areas where that's going to happen, and you go through the list one by one, and you can't jump to the bit you want at the end before you go through the ones perhaps with the highest public interest associated with them. So that would make it very transparent that this wasn't going to be ruled by interests, but there are a list of things we're going to do, perhaps starting with car seats for children and moving down to something more controversial at the end. Because otherwise, this living agreement, it's a big thing to give people without an agenda. But I think we could make it more transparent. So, yeah, why not? Wir haben jetzt leider nicht so viel Zeit. Daher bitte kurz fassen. Peter Kreisler vom Deutschlandfunk sitzt da hinten. Ja, also ein Kommentar noch. Man muss sich ja die Chronologie von der regulatorischen Kooperation machen. Das ist ja ein Vorschlag von der EU, der so von der amerikanischen Seite ja auch gar nicht so akzeptiert und gewollt wird, weil die einfach ein anderes Mechanismus haben. Und der Vorschlag kam ja von Business Europe und Chamber of Commerce und wurde eingebracht. Das Papier wurde von CEO geleakt und in diesem Papier steht, zufälligerweise hat die EU das also CEO geschickt, das war irgendwie da im Datenmüll drin, und in diesen Papieren stand drin, dass also die Business Community tatsächlich will eine Co-Reiter-Funktion in der Gesetzgebung haben will. Das zum einen, und zum anderen soll diese Institution auch zum ersten Mal geschaffen werden. Also es ist schon was Neues. Natürlich wird immer über regulatorische Kooperation immer gesprochen, die gab es auch vorher. Aber das so zu formalisieren und so eine Institution zu schaffen, und daran stört sich wahrscheinlich auch die USA daran, gab es vorher noch nicht. Und wenn man sich den regulatorischen Prozess genauer anschaut, wie er in den USA funktioniert, aber auch in Europa,
tut mir leid, nach meiner Recherche ist das brandgefährlich. Wie das heutzutage funktioniert, kann ich nur sagen, was synthetische Biologie und Nanotechnologie angeht, was da in der Wissenschaft, in der Pipeline ist und auf den Markt kommen soll, möglichst bald. Also da müssen wir wirklich gute Mechanismen entwickeln, damit die Verbraucher da ein gutes Gefühl haben. Also ich schätze das als einen sehr kritischen Punkt ein, bin mir aber gar nicht sicher, dass das in TTIP überhaupt durchkommen soll, weil die Amerikaner das überhaupt nicht wollen. Vielen Dank. Wo wären wir ohne den guten, alten, investigativen Journalismus? Herr Schumann, damit haben Sie auch noch das Wort. Und dann kommen wir zurück zu den Experten. Ich weiß, es gab noch viel mehr Wunsch zu diskutieren. Wir kommen aber leider zum Schluss. Sonst schaffen wir es nicht. Ich mache es ganz kurz. Aber weil ich die Debatte bisher verwirrend fand, möchte ich eine ganz konkrete Frage stellen. Angenommen, wir hätten TTIP ab 1. Januar 2016. Und angenommen, im Februar 2016 beschließen wir auf Basis der REACH-Gesetzgebung in Europa, dass Bisphenol A innerhalb von 12 Monaten aus allen Produkten, die in Europa in Verkehr gebracht werden, ausgeschlossen werden muss. Oder innerhalb von 2 Jahren, ich weiß nicht, was technisch geht. Wäre das dann ein Handelshemmnis und wäre das ein Grund für die amerikanische Seite, Klage einzureichen, sich zu beschweren, den Gesetzgebungsprozess zu blockieren oder nicht? Das ist so eine ganz einfache Frage, die muss doch zu beantworten sein, oder nicht? Wunderbar. Mit dieser einfachen Frage gehen wir zurück zu den Expertinnen. Also fangen wir mit Peter Chase an. Peter, wir sind im Februar 2016 und sagen wir, es ist noch nicht beschlossen, aber es gibt einen Entwurf oder eine Empfehlung des Ausschusses, Bisphenol zu verbieten. Was passiert dann? Einfach in Schritten. 1, 2, 3, 4. It depends on whether or not I wrote the regulatory cooperation chapter. Da wir wissen, dass es Papiere gibt aus American Chamber of Commerce, die gelesen werden, stellen wir uns das vor. Sie okay. haben es geschrieben. First on for the Deutschlandfunk question, the U.S. Chamber Business Europe paper has been public ever since we agreed to it. It's been on our websites forever. It did talk about regneg, but it was also, regulatory negotiation. Its short term is regneg. And the interesting thing is that one of the early questions in the first round talked about shouldn't the United States and Europe actually do a joint, shouldn't they actually have joint efforts, joint parliamentary efforts to negotiate common regulations? Is an interesting idea, and in a way it goes to regneg. To try to answer specifically the question, when governments make laws and regulations, they try to do so with all the available evidence so that there's always going to be a cost as well as a benefit. And the political process is always a process of finding the balance between costs and benefits. And this is exactly what you were going to, Mr. Ideally, the more transparent the process, the more information the regulators or the politicians have so that they can do a better job of determining what the costs and benefits of the proposal are. In the TTIP regulatory cooperation chapter that I think should be considered, there would be a requirement that our regulators look to. If I'm regulating a product, is it regulated on the other side? Have I talked to the regulator on the other side about how they regulate it? Is the process that I'm looking to, is it compatible with the other regulator's side? Not the other trading partner's interest, but the other approach of the other regulator. And this information would be taken into consideration when a final rule was made. But the important thing to underline here is that we recognize that under U.S. law, never mind under TTIP, under U.S. law, the regulator must have the autonomy to make the decision that they're going to make. They can be taken to administrative court to make sure that they followed all the processes, but that goes to your question, Nick, as to what's new. TBT, SPS stay, get strengthened possibly, but regulatory cooperation requires our regulators to think of what information do I need about the transatlantic relationship that will inform my regulatory decision making.
it gets brought into the impact assessment process. Maybe I can just briefly say something on that question. I mean, I haven't studied all the papers, but I think in TBT, one example would be what Peter has just mentioned, that you need to inform your trade partner more earlier and more consistently about what you intend to do. I mean, in the WTO, you only have to do that once you have actually adopted a regulation. So bringing in that earlier, I think with regard to SPS, one sort of SPS plus aspect would be to agree on methods of risk assessments, which in the SPS, what would you consider a valid risk assessment? So this is two aspects I know. There might be more. It's probably not everything, but the EU does refer to SPS plus provisions. So, I mean, that's certainly on the table and probably more than just nothing happening. I mean, yeah. Und die Frage zu beantworten, was passiert, wenn diese Idee da ist, dieses Chemikalien? Also erstes Mal, regulatorische Zusammenarbeit würde früher einsetzen. Nicht, wenn sozusagen die EU das beschließt, sondern wenn die EU darüber nachdenkt, es vielleicht machen zu wollen. So, ne? Und ansonsten kann natürlich niemand Ihnen diese Frage jetzt beantworten. Sie können sozusagen nicht verlangen, dass wir einen Sachverhalt nach einem Abkommen beurteilen, was noch nicht sozusagen geschrieben ist, ne? Also im WTO-Recht wäre es so, es wäre eine handelsbeschränkende Maßnahme, die würde wahrscheinlich, also die würde möglicherweise gegen WTO-Recht verstoßen. Dann kämen sozusagen Rechtfertigungsnormen in Betracht, die Maßnahmen zu Gesundheitsschutzzwecken oder zu Umweltzwecken zulassen. Und die Frage, ob es dann überhaupt zur Streitschlichtung geht oder ob die USA nur eine Protestnote sendet und sagt, ey, wir denken, das ist vielleicht nicht vereinbar mit dem WTO-Recht. Das hängt dann davon ab, wie viel politischer und ökonomischer Druck dahinter ist. Und dann würde sozusagen, und das auch noch, um einen Beitrag von vorher abzuhaken, würde in dem Forum, das die WTO ist, und die WTO ist ein großes Forum für regulatorische Kooperation, das heißt, wir haben diese Mechanismen, da würde es dann sowas geben wie ein Trade Review, ne, wo dann die Handelspartner sich darüber beschweren, was die EU schon wieder gemacht hat an handelsbeschränkenden Maßnahmen und so weiter und so fort. Na, aber deswegen kann man diese Fragen nicht sozusagen so im leeren Raum beantworten. Ja? Das hängt immer von ökonomischen, politischen und so weiter Kraftverhältnissen ab, was da rauskommt. Ja, zum einen zu der Kollegin vom Deutschlandfunk. Also mir ist nicht bekannt, dass die USA grundsätzlich das nicht wollen. Es gibt einen Vorschlag aus den USA, der liegt nur leider nicht vor, der ist nicht öffentlich bisher zur regulatorischen Kooperation. Was ich eher glaube, ist, dass der amerikanische Kongress sagt, ich lasse mich durch nichts binden. Wenn die Europäer sich binden lassen, ist das gut. Das ist sozusagen die Ebene, auf der das, glaube ich, diskutiert wird. Die Frage, ich will das Beispiel aufgreifen, was passiert, wenn im Februar 2016 oder wann auch immer Bisphenol A beschlossen wird. Dann trifft das zu, was Christiane Gerstetter gesagt hat, dann ist es nicht eine Frage der regulatorischen Kooperation, dann ist es eine Frage von ISDS. So, das ist ein anderes Thema. Die Frage ist, wenn die Kommission überlegen sollte, im Februar 2016 das zu regulieren, dann ist es eine Frage der regulatorischen Kooperation. Und dann greift nach dem, was Ihr eigener Vorschlag ist, folgendes Verfahren. Erstens muss sie in einem halbjährlichen Vorlauf die US-amerikanische Regierung darüber informieren. Dann nimmt diese Stellung dazu. Wahrscheinlich nimmt sie nicht Stellung dazu und sagt, sie lehnt es ab, sondern sie sagt, sie hat zu wenig Informationen, es müssen noch Gutachten nachgeliefert werden. Dann werden diese Gutachten nachgeliefert. Dann wird gesagt, aber es gibt gravierende Bedenken bei den Industrieverbänden. Wir sollten doch noch mal eine Anhörung dazu machen. Dann werden vielleicht das ist sozusagen ein Jahr schon rum über so einen Prozess. Das sind ja alles Verfahren, die sehr lange dauern. Dann wirkt es die erste Unruhe im Europäischen Parlament. Die sagen, ja, aber das wollten wir doch die ganze Zeit. Und den Druck sozusagen doch vielleicht eine eigene Regulierung zu machen, die abweicht von dem, was die USA wollen und sich auch gegen die USA durchzusetzen. Dann kommt beispielsweise mal unsere Bundeskanzlerin und sagt, also das ist aber jetzt der erste Fall, wo wir wirklich mal was Gemeinsames machen könnten. Jetzt wollen wir doch nicht bei diesem ersten Fall schon die Frage der Angleichung unserer Regulierung schon in Frage stellen. So, und Sie sehen, ab dann ist es ein weites Feld, ich will das jetzt nicht weiterspinnen, wie sich diese regulatorische Kooperation, genauso wie das Kollegin Gerstetter eben gesagt hat, auflädt, je nachdem, ob man sie an das Ziel bindet, eine regulatorische Kohärenz, also eine Kohärenz herzustellen, einen Abbau von nicht-tarifären Handelshemmnissen oder ob man nur sagt, es ist ein einfacher Austausch von Fachleuten, die regulieren. So,
ganz kleinen Aspekt noch dazu stellen. Science-based werden in Zukunft die Entscheidungen fallen. Die besorgte Müttergruppe, die diesen Schnuller dann da nicht mehr haben möchte, hat nur sozioökonomische Aspekte, weil science-based geht unter Umständen pari aus. Jetzt schon in SPS-Abkommen genauso, das ist nichts Neues. Ich sage das nur ins Mikro, weil Frau Gerstetter das Mikro nicht eingeschaltet hat. Das SPS-Abkommen gilt aber nur für Schnuller, was auch der Grund ist, warum REACH so problemlos durchging. Dass nämlich REACH nicht SPS-relevant ist, sondern REACH ist eine reine TBT-Regulierung und deswegen war das so leicht. Wäre REACH SPS-relevant, hätten wir REACH erst recht nicht in der Form, wie wir es jetzt haben. Das ist eine spannende Frage dabei. Und dann, wenn wir, das weiß ich nicht, das kommt, aber wenn wir SPS-ähnliche Bestimmungen in andere Regulierungsbereiche, SPS gilt nur für Agrarprodukte im Kern, ja? Wenn wir die in andere Bereiche übertragen, man muss nachweisen, der bestehende internationale Standard, wenn es einen gibt, ist zu niedrig, dann wird es sehr viel schwieriger. TBT ist weich, SPS ist relativ hart. Deswegen geht REACH und Schnuller leicht. Deswegen geht GVO und geht Hormonfleisch schwer, weil da gibt es SPS. Standards, okay. Vor allem beim Hormonfleisch. Vielen Dank. Gerade habe ich gehofft, dass die Verwirrung von Herrn Schumann ausgeräumt worden ist, aber dann hat Tobias Reichert zugeschlagen und ich glaube, wir sind wieder einen Schritt zurück. Wir haben aber keine Zeit, diese Fragen jetzt auszuräumen. Wenn Sie immer noch verwirrt sind oder auch nicht, zufrieden oder unzufrieden, bitte nicht vergessen, draußen, da gibt es zwar keine Kategorie für verwirrt sein, aber da gibt es Smileys, evaluiert uns, sagt uns, wie überhaupt sozusagen die Konferenz läuft, dieser Workshop läuft. Es gibt auch dieser Evaluationsbogen, das ist für uns einfach wichtig, damit wir nächstes Mal besser, schlechter oder anders machen. Und jetzt ist erstmal eine Pause. Wir sind wieder da um 10 nach 17 Uhr und sprechen dann über das große Ganze, über Geopolitik mit Reinhard Bütikofer und anderen. Reinhard ist ja schon im Raum. Vielen Dank an die drei Kolleginnen, die hier die Federführung übernommen haben.